Hallo liebe Leute, und heute geht's wieder weiter mit unseren Fließband-Springereien in Tomb Raider Search HQ Emergency. Mal schauen, wie weit wir kommen und ob wir das Rätsel lösen, wie wir an diese komische Kette kommen und den Jump-Switch umlegen können. Bis gleich! Und als Inspector Gadget muss ich mir jetzt hier natürlich ein bisschen umgucken. Hier sind wir nämlich wieder gelandet, nachdem wir das ganze Rätsel hier unten gelöst haben. Und ich weiß eben nicht, ob ich hier drüben irgendwas übersehen habe. Deswegen gehe ich... Oh, nein, also hier will ich nicht mehr rein. Deswegen lade ich nochmal auf dem vorherigen Stand, denn das ist eigentlich nur unsere Notlösung, wenn ich hier drüben nichts finde. Die einzige Überlegung, um an dieses Seil zu kommen, ist über die andere Kette. Wird jetzt natürlich nochmal ausgiebig getestet. Allerdings habe ich schon wieder vergessen, wie ich da komplett rüberkomme. Ich werde jetzt mal hier drüben wieder hinspringen. Schwupp. Jetzt geht's nämlich nochmal hier rüber. Okay, das geht noch nicht so gut. Okay, so kann ich da nicht dran springen. Ich glaube, ich bin im letzten Moment vorne abgesprungen, bevor es um die Ecke ging. Dann machen wir das doch so nochmal. Schön mittig auf das Laufband hier drüben und huppapapa. Oh, genau, da war ja noch so ein kleiner Überhang. Ich glaube, den benutze ich. Das wäre eine ganz schön gute Idee. Warum ich da nicht vorher drauf gekommen bin, hm? Tja, ich bin halt doof. Und ich mache nochmal den gleichen Fehler. Hey, ich hab's echt. Heute habe ich's echt. Aber immerhin liegen nochmal 4 Tage zwischen den Aufnahmen. Und das war ein bisschen zu früh abgesprungen. Das probieren wir nochmal ein bisschen besser. Und da sind wir durch das Ding durchgesprungen. Das passiert auch manchmal. Das kann jedem passieren. Einfach mal nicht danach greifen, obwohl wir ja eigentlich schon längst danach greifen. Ha! Jetzt haben wir es endlich. Erstmal ein bisschen ausschwingen lassen. Boah, das ist ein harter Arbeitstag. Da muss man das einfach machen. Erstmal ein bisschen rumhängen. Dann visieren wir das nächste Seil an. Ist ein bisschen schwer. Lassen uns nochmal nach unten ab. Sind wir denn jetzt gleich auf? Wir schwingen hier so hin und her. Aber ich denke schon, dass das gerade ziemlich gut ist. Ich kann einfach mal losschwingen. Die Kamera positioniert sich ja nicht genau dahinter. Aber es sieht ziemlich schräg aus, was wir gerade machen. Vielleicht probiere ich es einfach mal und schaue, ob ich auf dem Laufband lande. Also entweder muss ich noch höher abspringen. Ich schaue jetzt mal, wie hoch ich gehen kann. Oder es ist tatsächlich nicht der richtige Lösungsweg. Dann überprüfe ich weiter hinten links, ob es da noch was gibt, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es hier irgendwo weitergehen muss. Also schwingen wir uns hier nochmal durch die Lüfte. Machen nochmal eine Runde Schwingi, Schwingi. Das kommt mir nämlich sehr plausibel vor. Visieren wir an. Hajo, passt bestimmt. Lassen uns nochmal ein bisschen runter, ne? Noch ein bisschen nach rechts. Gerade eben sind wir so sehr abseits gependelt, dass ich das hier jetzt schon fast besser finde. Ja, das könnte eine Linie sein. Ich glaube, einmal hole ich noch Schwung. Und ich habe es ja schon mal gesagt, man muss am höchsten Punkt abspringen, um am weitesten zu fliegen. Und es hat funktioniert. Wer an der physikalisch richtigen Stelle abspringt, also ungefähr auf 45 Grad Abwurf, Tangentensteigung, Winkel vom... Nein, wie heißt denn der Begriff? Ihr wisst schon, ich sag euch den Punkt jetzt einfach mal an, den man fälschlicherweise vermuten würde. Jetzt. Also um einen 45 Grad Absprungwinkel zu haben, wenn man eine Tangente anlegt, um die ganze Sache weiterzuführen. Das ist nämlich dann nur die Hälfte der Kraft. Man muss wirklich am höchsten Punkt loslassen. Ist ein bisschen, naja, physikalisch falsch, weil wir da schon eine Geschwindigkeit von 0 kurzzeitig haben. Und ja, ich habe kurz die Taste losgelassen. Ich bin gerade abgesprungen. Und das Seil, das mag uns anscheinend nicht. Ich werde jetzt einfach mal wieder auspendeln lassen. Wir haben plötzlich einen Seitwärtsdrall. Ist ja nicht schlimm. Wir hängen nämlich eigentlich noch gerade nach vorne. Und dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Jetzt hängen wir hier ziemlich buggy. Ja, sie nimmt sofort wieder das Seil in die Hand. Ich werde jetzt einfach mal die Taste gleichzeitig loslassen.
Sie soll nämlich den Schalter da oben drücken. Und ich hoffe, er ändert die Fließbandrichtung. Oh, das war jetzt... Das war sehr schön. Oh, Spiel. Oh, Spiel, ich mag dich. Ich bin gerade an das Seil zurückgesprungen. Und... Naja, okay, es hat sich kurz der Taskmanager geöffnet. Dass das funktioniert hat, hat mir jetzt nochmal ein bisschen Zeit erspart. Und dann versuche ich das Ganze jetzt gleich nochmal. Ich will an diesen tollen Jump-Switch. So unglaublich faszinierend, diese Flugphasen von Lara. Oh, ich hab's wieder schön vergeigt. Also das Problem ist, ich muss die Taste loslassen, während ich springe. Aber das ist eigentlich widersprüchlich, denn wenn ich, während ich abspringen will, die Taste losdrücke, halte ich mich ja gar nicht mehr fest. Geht doch nicht. Das darf ich doch nicht machen. Da fliegen wir ja schon runter, bevor wir uns festhalten können. Oder loslassen können. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das geht so auf jeden Fall nicht gut. Also muss ich jetzt den richtigen Moment finden. Ich denke, sobald ich die Verankerung loslasse, sucht sie nach einem neuen Haltepunkt, während ich Steuerung drücke. Und in dem Moment, wo ich da oben kurz abpralle, das ist ja eine Nische, will sie sich irgendwo festhalten. Und findet die Stange dann sozusagen wieder. Oh hey, an eine Kette. An der hing ich ja noch nie. Und dann nimmt das Umlauf, das Unglück seinen Lauf, nicht das Unlauf sein Glück. Tja. Vielleicht nehmen uns die Läufe auch das Glück. Mittlerweile ist übrigens Nacht. Ich weiß nicht, in wie vielen Tagen das ganze Spiel hier durchläuft. Aber wenn man das jetzt in Realtime umrechnet, dürfte es im Spiel... Hey, schaut euch mal den Lebensbalken an. Der ist gar nicht mal rot oder schwarz. Er ist grün. Oh, das Bild, das war mir neu. Ich habe noch nie den Ladebildschirm angeguckt. Oder es hat sich gewechselt. Finde ich auch erstaunlich, wie Sachen, die man im Ladebildschirm ändert. Weil das ist ja nur eine Kamera, die gerichtet in dem Level rumsteht. Wenn wir zum Beispiel hier diesen Raum hätten und in dem Raum stehen tonnenweise Objekte und die sind dann plötzlich nicht mehr da. Oder wir haben Flip Room gehabt und den ersetzt, dann ist der gesamte Raum im Ladebildschirm ebenfalls anders. Immer sehr schön, damit haben sie auch in Tomb Raider 4 rumgespielt. Zum Beispiel bei den Library Levels mit dem... wie heißt das? Kein Observatorium. Wie heißen denn Sternwarten, die altertümlichen? Wie haben die denn genannt? Astro, Naja, in der Sternenkuppel. So nennen wir es Sternenkuppel. Da hatten die genau das gleiche gemacht. Plötzlich war das ganze Rätsel gelöst. Die Luke hat sich durch den Flipping geöffnet und alles war hell erleuchtet im Raum. Jetzt springen wir nochmal darüber. Ah, ich glaube, wir haben schon zu hohen Drall nach rechts. Jetzt muss ich nochmal kurz neu adjustieren. Ist ziemlich schade, die Folge wird auch ein bisschen länger, weil wir gerade so viel rumschwingen und noch gar nicht in diesem schönen Raum da drin waren. Ich will wissen, was da drin ist. Ich bin sehr neugierig. Und ich glaube, ich will gar nicht mehr schwingen als jetzt. Und es hat nicht geklappt. Und das hat auch nicht geklappt. Ich melde mich wieder, wenn ich an dem Seil hänge. So, hier hänge ich wieder. Ich habe mir schon fast überlegt, ob ich jetzt irgendwie quicksaven kann. Das Problem ist, sobald ich F5 drücke und im Safe-Bildschirm bin. Die Frage ist, ob ich mich danach noch halten kann an diesem schönen Seil. Also gehe ich ein bisschen höher und probiere das jetzt. Ich weiß nicht mehr, ist F5 laden oder speichern? Huh, Glück gehabt. Speicher hier. Sofort wieder halten, okay? Das Ganze hat schön geklappt. Sehr schön, wir schwingen gerade nochmal aus mit den Beinen. Oder so ähnlich. So, und falls es jetzt nicht klappt, muss ich nicht die ganze Prozedur erhöhen. Und das erhöht auch unsere Versuchsanzahl oder auch... Ja, Versuchsanzahl pro Zeit. Das heißt, wir können jetzt ganz oft hier dagegen springen. Wir müssen uns gar keine Gedanken machen, ob das Ganze jetzt, bis auf die Framerate... Natürlich funktioniert es ab jetzt, denn ab jetzt haben wir ja gespeichert. Und wenn die Framerate jetzt nicht so dumm gewesen wäre, hätten wir das Ganze sogar geschafft. Nein! Dankeschön. Ich muss einfach schon im Ladebildschirm die Taste gedrückt halten. Der Winkel war genauso wie im Safe. Also lassen wir den jetzt hoch. Natürlich habe ich kurz die drüben losgelassen, aber das ist eigentlich egal. Aha! Springen wir in das Seil. Und können theoretisch wieder auf das Band springen. Hm. Was haben wir eigentlich mit diesem Schalter geändert? Da drüben sind immer noch die tollen Dinger an.
Vielleicht kommen wir jetzt da drüben in diesen kleinen Miniraum. Da drüben ist eine Tür aufgegangen. Allerdings, um da rüber zu kommen. Ich könnte jetzt wieder an das Seil springen. Ich könnte jetzt wirklich wieder an. Alles andere wäre sinnlos, nochmal den ganzen Weg zu laufen. Doch, das mache ich. Das mache ich natürlich jetzt. Und die Folge wird ein bisschen Überlänge bekommen, denn ich habe viel zu lange damit verschwendet, nicht so viel zu machen. Und ich will euch ja noch ein bisschen mehr zeigen als Seile. In dem Fall auch Ketten, das sind noch nicht mal richtige Seile. Ich hab's befürchtet. Schrei dich ruhig aus, Lara. Oh, ja. Das Festhalten, das erhöht unsere Todesanzahl doch nochmal beträchtlich, wenn ich jedes Mal beim Neuladen vergesse, die Taste zu halten. So, jetzt springen wir gleich los. Muss ich diesmal sogar nicht zweimal machen. Also, nochmal zu speichern, wenn ich hier dran springe. Ist ein bisschen komisch. Ich hätte mir vielleicht mehr Zeit mit dem Zielen lassen können. Ich mach's trotzdem. Ich bin heute mal so frei. Und ich hätte schon fast gedacht, dass es sich gelohnt hätte. Ich könnte natürlich auch darüber springen auf diese Plattform. Da habe ich ein bisschen mehr Fehlertoleranz. Und darf dann gleich nochmal abspeichern. Wie ist sie da denn jetzt gesprungen? Sie hat im Flug... Oh, vielleicht mache ich das auch einfach. Geht das nicht? Ja, bitte. Okay, natürlich komme ich jetzt in den Raum. Und bekomme dann diesen tollen Stampfer ins Gesicht geklatscht. Also doch keine so tolle Idee. Probieren wir weiterhin das Seil, die Kette, Kette. Ich weiß nicht, warum ich denn nicht Seil dazu sage. Vielleicht, weil es normalerweise auch ein Seil ist. Ich will es eigentlich nur noch da drüben drauf. Das wäre eigentlich schon ein richtig großer Traum von mir, der in Erfüllung gehen würde. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen nach rechts gehe, auch wenn das links ist, so kann mir gar nicht mehr so viel passieren. Ich schwinge jetzt einfach hier drauf. Und das Ganze ist jetzt schon viel einfacher geworden. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich werde den jetzt überspeichern. Da ist ja der einzige Unterschied der gedrückte Schalter. Und wir sehen schon, sobald wir alles abspeichern und auf Nummer sicher gehen, funktioniert es wunderbar. Warum denn auch scheitern? Wir haben ja gerade sinnlos gesaved. Das Spiel lässt uns alles schaffen, weil ich bin schon ruhig. Sobald wir das als Ausrede nehmen, dass wir alles schaffen, schaffen wir es übrigens nicht mehr. Das ist ja sehr schön. Das Spiel weiß uns zu verarschen. Oder mich. Oder wer weiß, vielleicht verarscht ihr mich auch die ganze Zeit. Wer von euch hat das Spiel gebaut? Gebt es zu. Okay, ich muss ein bisschen weniger als einmal schwingen, ist schon zu viel. Ich hab's heute echt nicht so. Tut mir ja leid, aber meine Fähigkeiten habe ich heute im Auto liegen lassen. Sind alle weg. Hab ich alle vergessen. Alle weg. Ich springe jetzt mal sehr schräg drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Wann bin ich denn jetzt so, oder wie? Alles klar. Das freut mich jetzt aber. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich könnte eigentlich die Kratsch-Bumbau-Tröte benutzen. Die haben wir hier. Hier unsere Phosphor-Burst-Kugeln. Das ist die Quatsch-Kumbau-Rakete. Was ist mit dir los? Kann ich mich hier wirklich drauf festhalten und hochziehen? Du bist einen... wow. Was hält denn auf dieser Seite das Seil fest? Ist das hier die Haltevorrichtung? Ah. Okay, gut. Dann muss ich jetzt mal gut überlegen. Ich habe hier drüben nämlich keinen Schalter. Ich muss hier wohl einfach runtergehen. Und jetzt noch irgendwas Aufregendes machen. So kann ich die Folge nicht beenden. Mal schauen, was wir hier finden. Oh ja, das machen wir. Wir setzen hier nichts ein, weil wir nichts mehr haben. Stimmt ihr, wir haben schon so viele Kassetten, natürlich. Natürlich, Lara. Aber immer doch, sicher doch.
Und auch hier will sie nicht. Vielleicht willst du einen Teddybären. Will ich hier wirklich rumlaufen? Ist das gesund? Will ich da wirklich drin rumschwimmen? Ist das gesund? Na gut, sieht wohl so aus. Gucken wir, ob es hier unten irgendwas Lohnenswertes gibt. Zum Beispiel diesen Nebengang, in dem ich jetzt hoffentlich nicht sterben werde. Och nein! Och nein! So. Also, hab ich schon erwähnt, dass ich dieses Level abgrundtief hasse? Hab ich? Nein? Gut. Ich hasse dieses Level abgrundtiefst. Aber sowas von. Und bevor ich hier nochmal in die Kloake springe, werde ich eindeutig am Abspeichern. Wer denkt sich das aus? Hier ist ein kleiner Teich und im Nebenraum ist einfach mal ein Rotor an. Wir merken natürlich überhaupt nichts von dieser Strömung. So, bitte sagt mir, dass es hier drüben was total Aufregendes für die Abonnenten gibt. Ich muss jetzt nochmal eine tolle Sache abziehen. Achtung. Ja, da will ich nicht rein. Herrgott. Bitte nicht. Ich werde da mal rüberspringen. Man prallt ja nicht ab, wenn man sich festhält. Oh ja, dich nehme ich noch. Okay. Dich hole ich da jetzt noch raus. Ich denke mal einfach, dass ich das unter den Stamm verschieben muss und der macht das dann kaputt. Oder es deaktiviert den Stampfer. Kann ja alles sein. Ich ziehe es mir hier drüben wieder hoch. Vielleicht passiert irgendetwas damit. Oder der Stampfer hat halt einfach nur kurz aufgehört. Ich war ja eigentlich dafür, dass das jetzt kaputt gemacht wird. Na gut, ich habe den Stampfer ausgemacht. Darf ja auch mal passieren. Ziehe ich dich noch auf diesen komischen Block, der sich anscheinend wieder nach oben setzen lässt. Erkennt man ja, dass der ein bisschen andersfarbig ist. Dann beenden wir den Part, nachdem wir uns den Raum angeguckt haben. Er hat ein bisschen Überlänge, wie versprochen, weil wir so viel am Seil rumgehangen sind. Ist ja leider nicht so viel passiert im ersten Teil. Aber trotzdem haben wir dieses Ding hier rüber geschoben. Mal schauen, ob das wirklich da hochgetragen werden kann. Und was das überhaupt bringt, wenn wir es da oben hinbringen. Und das ist eine Gyrosphäre. Und dann gibt es auch dreilevelig. Hat man bestimmt schon mal auf dem Jahrmarkt gesehen. Zumindest wenn man einen sehr tollen Jahrmarkt hat. Das ist ganz schön interessant. Hier kommt ein Schlüssel rein. Den haben wir aber leider noch nicht. Dann kommen wir vielleicht da rein und dürfen dann den Schalter umlegen, der für die Beförderungsbänder hier zuständig ist. Vielleicht dreht sich das hier dann ja um. Und wie wir das jetzt da hochbringen? Und... Oh, was dieses Rad da oben bringt. Ja, das alles schauen wir uns einfach mal im nächsten Part an, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider Search Emergency. Bis zum nächsten Mal, euer Crash.